Ja, Schulze, die Bundesumweltministerin. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, der Klimawandel ist schon lange spürbar. Wir merken es doch alle, Hitze, Dürre, Starkregen. Und auch wenn es den einen oder anderen gibt, der immer noch meint, er könnte das ignorieren, wir werden das nicht länger ignorieren. Der Weltklimarat hat uns gestern noch mal ganz eindeutig gesagt, wir können noch handeln. Wir können etwas gegen diese Veränderungen tun. Und wir handeln jetzt auch. Diese Regierung nimmt diesen Auftrag an. Wir handeln. Wir haben das größte Klimapaket beschlossen, was es hier seit langem gab. Und es ist gut so. Es ist ein Neuanfang. Und diesen Neuanfang, den will ich in drei Linien mal einmal beschreiben. Das erste ist, Klimaschutz wird jetzt Gesetz. Es ist gesetzlich zukünftig verankert, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Das Herzstück dieses Klimagesetzes, das Herzstück ist das Klimaschutzgesetz. Es macht Klimaziele jetzt rechtsverbindlich, und zwar erstmals für jeden einzelnen Bereich, für diese und für künftige Regierung. Jährlich wird überprüft, ob die Emissionen wirklich in allen Sektoren sinken. Und wenn nicht, dann wird nachgesteuert werden durch den zuständigen Minister, die zuständige Ministerin. Das ist ein Sicherheitsnetz für den Klimaschutz in Deutschland. Und damit bin ich sehr zufrieden. Und das Zweite ist, Klimaschutz lohnt sich künftig für alle Bürgerinnen und Bürger. Und die Bundesregierung nimmt dafür sehr, sehr viel Geld in die Hand, 54 Milliarden Euro für die nächsten drei Jahre. Und wir schaffen damit zusätzliche Anreize, wir schaffen zusätzliche Regeln. Klimafreundliche Alternativen, sei es jetzt beim Auto, beim Heizen, beim Neubau, die werden günstiger. Und klimaschädliche, die werden moderat Schritt für Schritt teurer werden. Das ist ein ganz klares Signal für die Nutzer und für die Hersteller. Und ich will Ihnen dafür auch Beispiele nennen. Wir werden Milliarden in die Attraktivität der Bahn investieren, in den öffentlichen Nahverkehr. Wir werden billigere Tickets sehen, massiv ausgebautes Angebot. Fliegen wird aber teurer werden. Das ist dann die andere Seite. Modernes Heizen und die energetische Sanierung von Gebäuden wird massiv gefördert. Ölheizungen in Neubauten einzubauen, wird aber in der Zukunft verboten werden. Elektroautos werden bezuschusst, sie werden alltagstauglicher werden. Benzin und Diesel werden Schritt für Schritt ganz langsam teurer werden. Der Strom wird umweltfreundlicher werden. Braun- und Steinkohlekraftwerke werden jetzt nach einem klaren Fahrplan abgeschaltet. Wir lösen endlich die Handbremse beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist enorm wichtig, und das ist genau die richtige Richtung. Und ja, wir schaffen den Einstieg in die Bepreisung von CO2. Das habe ich vor über einem Jahr selber vorgeschlagen. Die Idee ist richtig. Wir haben uns jetzt auf ein Modell verständigt, das stetig den Preis steigern wird. Wir machen den Einstieg aber sehr vorsichtig. Ich hätte mir auch mehr vorstellen können, das sage ich hier auch ganz deutlich. Aber ganz anders als so mancher Ökonom glaube ich nicht, dass alleine der Preis, alleine so ein CO2-Preis ein Heilmittel ist. Es ist ein Instrument unter vielen Instrumenten, die wir jetzt wählen. Und Herr Brinkhaus hat das gerade schon gesagt, ich will das noch mal betonen, wir werden nachsteuern. Wenn das nicht reicht, dann werden wir nachsteuern. Aber Klimaschutz nur über höhere Preise für Sprit, für Heizöl zu machen, das halte ich für falsch. Da muss weitaus mehr passieren. Und das haben wir in unserem Klimaprogramm. Mit dem Klimapaket fördern wir den Klimaschutz, aber es überfordert jetzt auch nicht. Wir gehen schrittweise voran. Da, wo Bürgerinnen und Bürger zusätzlich belastet werden, da werden wir das abfedern. Diejenigen, die am stärksten betroffen sind, weil sie weite Wege mit dem Auto pendeln, weil sie in unsanierten Wohnungen wohnen und mit Öl heizen, die werden im Gegenzug entlastet werden durch niedrigere Strompreise, durch höhere Pendlerpauschalen und mehr Wohngeld.
Das ist das, was wir brauchen, um in einer Gesellschaft auch wirklich noch zusammenhalten zu können. Wir brauchen diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt auch für wirksamen Klimaschutz. Aber meine Damen und Herren, ich bin als Umweltministerin erst dann zufrieden, wenn wir endlich in Deutschland deutlich weniger CO2 ausstoßen. Diesen Weg werden wir jetzt gehen. Wir gehen den Weg hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft. Und das ist das, was wir brauchen. Pakete alleine reichen nicht. Wir werden alle daran arbeiten müssen, das jetzt auch umzusetzen. Im Bundeskabinett, hier im Bundestag, im Bundesrat. 2019 wird das Jahr des Handelns im Klimaschutz, und deswegen müssen diese Gesetze, diese Förderprogramme jetzt auch schnell kommen. Das ist eine Mammutaufgabe, die wir alle hier nur gemeinsam bewältigen werden. Und deswegen werbe ich noch mal dafür, an einem Strang zu ziehen, gemeinsam hier für den Klimaschutz die richtigen Maßnahmen auch auf den Weg zu bringen. Das ist das, was die Menschen von uns erwarten, und das sollten wir jetzt auch tun. Herzlichen Dank.